Become a Legend. Und damit herzlich willkommen zu der, wie angekündigt, der Verteidigerkarriere. Wir starten eine Karriere in Pro Evolution Soccer 2018 als Verteidiger. Wir stellen das Ganze einfach mal hier auf Topspieler. Ich muss mir das ein bisschen angucken. Als Verteidiger ist das jetzt sowieso wieder eine andere Sache. Zusätzliche Ligen, blablabla, als Nutzen auf jeden Fall. Perfekt, drücken wir weiter. Und wir editieren uns unseren eigenen Spieler. Nationalität natürlich hier Europa. Und wo haben wir es? Sind wir schon vorbei? Ich habe es gar nicht gesehen. Nee, Deutschland. Hier. Spielerdetails auswählen. Das mache ich jetzt. Ich erstelle mir so einen richtigen Kasten einfach für die Abwehr. So, unser Name ist natürlich einfach ganz stumpf Mike. Okay, Leute, ich habe jetzt einfach wird drauf los irgendwas gemacht. Also es soll jetzt hier überhaupt keinen nachstellen, nicht mich oder irgendwen anders. Das habe ich einfach jetzt wird drauf los gemacht und ihnen ein bisschen so, ja, dickere Arme, breitere Schultern, bla 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 gegeben. Wählen Sie einen Spieltyp aus. So, wir sind natürlich Innenverteidiger jetzt. Innenverteidiger für Aufbau oder extra offensiv? Ja, wir sind hier eher der, der sich dann doch mal entscheidet, in den Angriff einzuschalten. Und deswegen nehmen wir den hier einfach mal. Ihre Spielerwerte wurden eingestellt. Überprüfen Sie sie und wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie X, um fortzufahren. Okay, ja, was kann ich jetzt hier? Ich kann ja sowieso nichts mehr ändern, also let's go. Dann starten wir doch direkt mal rein. Welche Liga? Natürlich gehen wir wieder in die Bundesliga. Das ist einfach geil, in der Bundesliga zu sein. Ich glaube, ich kann mir ja gar nicht aussuchen, zu welchem Verein, ne? Bitte ein guter Verein. Ich kann es mir nicht aussuchen. Bitte. Aber Bundesliga ist auf jeden Fall schon mal nice. Hannover. Hannover 96, da ist, glaube ich, auch Jan. Also da ist man irgendwie oft. Aber kein Problem. Wir haben den Profivertrag bei Hannover 96. Ich glaube, wir haben die Nummer 2, so wie ich das gesehen habe. Bla bla bla, bla bla bla, herzlich willkommen. Bevorzugte Nummer, ja, wir haben die Nummer 2 jetzt. Bevorzugte Nummer wäre eigentlich 5. Sie können eine Anfrage stellen, also stellen wir eine Anfrage. Gut, für alle, die jetzt neu auf meinem Kanal sind oder das noch nicht mitgekriegt haben. Ich habe auf jeden Fall die Idee gehabt und hatte auch mega viel Bock darauf, hier eine Karriere als Verteidiger zu machen. Denn es gibt ja eine Torwartkarriere, gibt es auch auf meinem Kanal rechts oben beim i verlinkt. Es gibt ja eine Torwartkarriere, eine Stürmerkarriere. Manche spielen dann auch ZOM, also Mittelfeld, was auch immer. Und eine Trainerkarriere natürlich auch, rechts oben beim i verlinkt. Und auf jeden Fall gibt es alle Karrieren außer eine Verteidigerkarriere. Das habe ich noch nie auf YouTube gesehen. Deswegen dachte ich, komm, machst du das einfach mal. Und ja, deswegen starten wir jetzt hier auf jeden Fall rein. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wir haben auf jeden Fall das erste Spiel gegen Dortmund anscheinend hier. Ist das schon Bundesliga? Ist schon Bundesliga tatsächlich. Und wir dürfen auch spielen. Ich kann hier eh nicht so viel einstellen, Strategie und so. Das ist mir jetzt einfach mal egal. Wir machen einfach Anstoß und let's go. Wir sind im Signal Iduna Park bei Dortmund. Das wird jetzt richtig schwer, direkt gegen Dortmund. Ich muss, wie gesagt, gucken wegen dem Schwierigkeitsgrad her. Da hatte ich ja in der Trainerkarriere schon Probleme mit, das herauszufinden, auf welchem ich tatsächlich spielen soll. Und ja, das Verteidigerkarriere, keine Ahnung, wie das hier abläuft. Aber wenn ihr das feiert, dann lasst mal gerne eine Bewertung da. Und wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach, wir starten einfach rein. Und ich habe mega Bock drauf. Bin gespannt, wie das wird. Aber ich denke, das wird ganz cool. So, ich drücke jetzt einmal weiter und ja, drückt uns die Daumen. Let's go. Leute, ihr müsst mir auf jeden Fall auch reinschreiben, wie ihr die Kamera haben wollt. Denn wenn ich die auf Spieler einstelle, wie ich das, ich habe das gerade mal kurz getestet, da kann ich gar nicht mit arbeiten. Also ich würde die am liebsten so lassen, wie sie jetzt ist. Aber da könnt ihr mir auf jeden Fall, wie gesagt, das paar Sachen reinschreiben. Hier, schön die Abseitsfalle gemacht. Perfekt. Aubameyang ist da im Abseits. Übrigens, dass ich mit PES auskenne und mir da helfen kann. Ich finde das auch geil, dass ich die Freistöße mache. Finde ich ganz chillig. Wer sich mit PES auskennt und mir helfen kann und sagen kann, wie ich das hinbekomme, dass Aubameyang jetzt in dieser Karriere schon gewechselt hat, also quasi schon bei Arsenal ist, der soll das auf jeden Fall mal reinschreiben. Und wir können hier Aubameyang vom Ball trennen, allerdings nicht ganz sauber. Gibt Freistoß.
Aber ja. Da sind wir da, können klären, aber der andere Verteidiger hier hat das Ganze nochmal gefährlich gemacht. Schön, da sind wir gut dazwischen gegangen. Sauber. Halbzeit. 0:0. Wir können bisher alle Versuche von Dortmund an unser Tor ranzukommen verhindern. Gut, mit Hannover kann es jetzt auch nicht so viel nach vorne hin erwarten, aber sie waren gar nicht so schlecht, wie ich das gedacht habe. Und ja, also mir macht es auf jeden Fall Bock als Verteidiger und ich denke, die Kameraperspektive passt so, weil die schwenkt ja immer hin und her und man sieht immer alles. Und ich kann auch relativ gut verteidigen, so, das passt perfekt. Und da ist das Tor! 1:0! Hanik! Gibt's doch gar nicht! Hannover macht hier das 0:1 in Dortmund. Leute, ich bin auch übrigens mal mega gespannt, wie das dann so ist bei einer Ecke, ob ich dann mit vorne bin, vielleicht auch die Chance auf ein Tor habe. Bin ja relativ groß, glaube ich, 1,95 habe ich mich gemacht. Sowas in dem Dreh, 1,92 oder 95, ich glaube 92. Aber hier, Hanik holt sich den Ball gegen Schmelzer und macht das 0:1, mega geil. Ich jetzt gegen Aubameyang, super den Körper reingestellt und super den Ball geholt. Gibt einen Wechsel auf Seiten der Dortmunder, Pulisic für Schülle. Wir wechseln auch und zwar kommt Füllkrug für Klaus, der sich ein bisschen Zeit lässt, denn wir führen ja mit 0:1 gegen Dortmund, das ist ja richtig krass. Oh, saubere Chance. Ball leider nicht drin. Nächste Doppelchance, die ist drin. 0:2 für Hannover. Was ist hier denn los? Hannover führt 0:2 gegen Dortmund. Krass. Wirklich krass. Die haben das hier super gemacht. Pfosten leider. Und auf den zweiten Schuss ging der Ball dann rein. Ich glaube 66. Minute war es. Und steht 2:0 für Hannover. Alter, läuft das gerade gut. Ich glaube, das ist das erste Bundesligaspiel. Irgendein Bundesligaspiel auf jeden Fall. Es wären ja 3 Punkte dann. Boah, eine gute Chance für Dortmund. Unser Keeper kann halten. Ich muss mir die Namen jetzt wieder alle merken. Ich hasse das, wenn ich beim neuen Club anfange und dann wieder alle Namen merken muss. Ich weiß nicht, wie der Torwart heißt, der Stürmer, bla bla bla. Kein Plan. Aber er hat ihn auf jeden Fall richtig gut gehalten. Jetzt gibt's Ecke für die Gegner. Und ich bin da und kann ihn wenigstens mal ein bisschen wegköpfen. Hier hat wieder die Abseitsfalle zugeschlagen. Aubameyang ganz, ganz knapp im Abseits. Der wäre jetzt durch gewesen. Den hätte ich besser decken müssen. Aber zum Glück Abseits hier. Oh, jetzt gibt's eine Ecke. Saubere Chance. Birki hält hier. Jetzt gibt's eine Ecke für uns. Mal gucken, ob ich jetzt mit dabei bin, mit vorne bin. Wäre ganz geil. Ja, bin ich. Ich bin vorne mit dabei. Ich sehe mich bloß nicht richtig. Aber hier komme ich mal an den Ball. Er war nicht draußen. Noch bin ich vorne mit dabei, aber den Kopfball habe ich nicht gekriegt. Jetzt muss ich zurück. An Flott. Oh, das war wunderbar gespielt. 0:3. Jonathas in der 86. Das war richtig gut gespielt. Was ist mit Hannover los und was ist mit Dortmund los? Oh, auch der Schuss. Richtig gut. Allerdings hält der Torwart. Wieder eine Ecke.
kriegen wir. Das war aber nicht gut, dass ich den hier nochmal reingepasst habe. Ich wollte ihn jetzt nicht rausgehen lassen. Aber wir kriegen den Ball auf jeden Fall sauber hinten rausgespielt. 3-0. Man kann jetzt sagen, was man will. Wir haben hinten eine gute Leistung abgerufen in der Abwehr. Wir haben keine Bälle durchgelassen, kann man sagen. Mega, mega geil. Ich weiß nicht, ob das an der Schwierigkeit liegt. Denn, na, ich spiele ja nicht. Also ich spiele ja nur einen einzigen Spieler. Und ansonsten, die restliche Mannschaft spielt ja quasi von alleine. Deswegen weiß ich wirklich nicht, ob das an der Schwierigkeit jetzt liegt, dass wir hier so gewonnen haben. Denn wenn ich die höher stelle, dann spielt ja Hannover automatisch auch besser. Und ja, deswegen von daher weiß ich nicht, ob das an der Schwierigkeit liegt. Wir sehen es einfach, wir spielen die nächsten paar Spiele einfach so weiter und mal gucken. Wenn das immer so ist, dann stelle ich halt noch eine Schwierigkeit höher, Schwierigkeitsgrad höher. Die anderen Ergebnisse: Dortmund-Hannover 0-3, Bayern-Köln 4-1, Hertha gegen Bremen 1-0, Freiburg gegen Wolfsburg 1-0, Frankfurt gegen Mainz 1-4, Leverkusen gegen Stuttgart 1-4, Schalke gegen Hoffenheim 0-2, Gladbach gegen Hamburg 1-0 und Augsburg gegen Leipzig 0-3. Wir blicken auf die Tabelle und das war tatsächlich der erste Spieltag der Bundesliga. Dortmund jetzt auf Platz 17, vorletzter, und wir sind auf Platz 4. Haben eine super Tordifferenz, weil wir 3-0 gewonnen haben. Und die ersten drei Punkte sind auf jeden Fall schon mal sicher gegen eigentlich einen guten Club, Dortmund. Ich weiß gar nicht, in echt hat, glaube ich, Hannover auch mal gegen Dortmund gewonnen. Am Anfang der Saison irgendwann, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das soll natürlich so weitergehen, ich würde mich mega drüber freuen. Normal mache ich immer zwei Spiele pro Folge, allerdings haben wir jetzt noch eine Spiele erstellt, bla bla bla. So, und außerdem, das habe ich ja schon erzählt, habe ich nicht ganz so viel Zeit, aber das ist egal, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls haben wir das Spiel gewonnen und wie gesagt, normal mache ich immer zwei Spiele pro Folge, heute nur eine, wie gesagt, weil ich nicht so viel Zeit habe und am Anfang noch den Charakter erstellt habe, bla bla bla. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge rein. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.